Ja, Michele Polverino, Rückkehr für dich nach Island, vor 3 Jahren hier dein erstes Länderspiel. Wie sind die Erinnerungen noch an damals? Ja, sehr positiv. Es war mein erstes Länderspiel und wir haben dort gleich eine Nase ausgespielt. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich noch einen Lattenschuss hatte, wo eigentlich die Saison noch nicht so oft vorgekommen ist. Und deswegen habe ich eigentlich ein gutes Gefühl, weil damals haben wir einen Punkt von Island mitgenommen und ich hoffe, dass wir am Mittwoch ein ähnliches Spiel machen würden und hoffen wir, dass wir nicht mit einer Niederlage wieder heimfahren wollen oder heimfliegen wollen, besser gesagt. Habt ihr nur das eine Spiel vor den Spielen gegen Spanien und in Schottland? Ist es wichtig, dass man sich einmal wieder findet nach längerer Zeit, wo keine Länderspiele mehr waren? Ja, natürlich. Es ist sicherlich schön, dass man sich vor den zwei wichtigen Spielen und vor allem sehr schweren Spiel gegen Weltmeister Spanien und gegen Schottland spielen, dass wir uns zuerst wieder einmal getroffen haben. Und ich denke, es ist ein guter Test für uns, auch eben vorbereitet gegen die zwei Spiele, die wir noch vor uns haben. Ja, für uns ist es ein wichtiger Test, weil wir haben es lange nicht mehr gesehen. Im Sommer haben wir nichts gehabt. Die WM ist gesehen und deswegen es geht gleich wieder los mit einem Knaller, mit dem Weltmeister. Und darum ist jede Minute wichtig. Wie wichtig ist auch, dass der Mario Frick noch dabei ist, du dabei bist als alter Haudegen. Gut, Peter Jähle noch verletzt ist und dann zum Beispiel Michele Polverino gerade so als Mittelfeldspieler. Laut wie du es auch gesetzt, dass man so eine Achse hat, ist das ein Vorteil oder wie siehst du das Ganze? Nein, ist schon eminent wichtig. Vor allem auch Franz Burgmeier fällt auch mit viel Erfahrung. Wir haben da einige junge Spieler, die noch gar kein Länderspiel haben und darum denen muss man Vertrauen geben und Erfahrung geben. Und ich glaube, wenn man einen Achse hat, wo einige Länderspieler schon Bock hat, ob man sich liegt, dann kann man gewisse Situationen überbrücken. Ein Ziel für die Spieler am Mittwoch natürlich. Ja, wie gesagt, wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert im letzten Spiel. Wir haben gegen Island eine gute Bilanz, würde ich jetzt mal sagen. Und die werden wir uns nicht kaputt machen. Nur wir haben natürlich sehr viele junge Spieler dabei, sehr viel, wie ich schon gesehen habe, Spieler, die kein Länderspiel haben. Es wird nicht einfach. Ich glaube, wir müssen uns jetzt einfach konzentrieren auf das Spiel und auch für die kommende Qualifikation. Danke.